Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich zwei Sachen für euch. Einmal das neue Päckchen kommt am 10.04. Da gucken wir auch kurz rein, was Konami darüber zu sagen hat. Und einmal eine neue Bannliste für Tierelements. Die sieht sehr schmackhaft aus auf jeden Fall. Gönnt die euch. Da werden einige auf jeden Fall quitten. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Mitteilung und gucken uns das einfach mal an. So, hier kommt das Update der Liste mit limitierten verbotenen Karten. Das ist nur für Tierelements. Ja, da sieht man noch, 10.04. tritt das in Kraft. Da ist dann auf jeden Fall Tier 0. Da kommen wir nicht drum rum. Tier Elements wird das beste Deck sein und das wird überflutet sein im Master Duel. Das ist jetzt safe, wenn wir uns die Bannliste angucken. Bald limitierte Karten. Kid Kalos auf 1 und die Field Spell auf 1. Beide Karten sehr ekelhaft. Die Field Spell kann immer eine Karte poppen und Kid Kalos ist sowieso komplett disgusting, die Karte. Also die ist wirklich sehr, sehr broken. Ihr müsst euch das mal überlegen, selbst wenn die Karte verboten ist, ist Tier Elements immer noch Top Tier. Ja, also selbst ohne Kid Kalos und mit Kid Kalos ist das nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist wirklich insane. Und da die Karten hier, Shiren, Melly und Havnis auf 2 sind alle, ist das ein Problem. Also das wird auf jeden Fall einschlagen wie eine Bombe, das habe ich aber auch so gesagt, die werden niemals Kid Kalos auf 0 machen. Die wollen ja mit dem auch noch Geld verdienen mit dem Deck und das werden sie auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich mir dann die Streamcharts ansehen werde, werden auf jeden Fall sehr viele Leute wieder zurückkommen, aber ich glaube nach einer Zeit auch sehr viele Leute wieder gehen. Das wird auf jeden Fall für die Taschen von Konami wird das sehr, sehr, sehr big sein hier. Das wird einschlagen wie kein anderes Deck, das wird einfach nur noch gespielt werden und das wird die ganze Ladder dominieren. Da könnt ihr nicht mehr mit Fun-Decks kommen. Da müsst ihr eigentlich schon selbst Tierelement spielen, damit ihr irgendwas reißen könnt. Weil die Decks, wo jetzt drin sind, da macht ihr nichts dagegen. Ihr macht nichts gegen Tierelements. Vielleicht, wenn die Leute nicht gut spielen können, dann könnt ihr was machen. Aber die einzige Chance, die ihr irgendwie habt, um zu gewinnen, ist Shifter. Wenn ihr irgendwie Shifter rauskriegt. Ich glaube, die besten Decks, die ihr neben Tierelement spielen könnt, ist Despia, Wanderbrise oder auch, wie heißt das Deck? Exorcister. Genau, die könnt ihr auch noch spielen. Ansonsten alles, was drunter ist, wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig. Also das ist auf jeden Fall insane. So, dann haben wir hier noch das neue Auswahlpack, wo Tierelements ja drin ist. Da sind auch URs dabei und da können wir auch sehen, was UR ist. Nur so eine leichte Vermutung, ja. Die Göttin von den Frühlingssilfen ist eine UR. Ich weiß gar nicht, ob man die wirklich spielt. Ich glaube, man spielt in Adamancipator, wenn man die Engine spielt. Nur die kleinen, nicht die große, aber okay. Dann haben wir Rulkalos ist eine UR, okay. Und ja, das war es anscheinend. Also die zwei Packs enden dann. Oben müsste aber noch ein bisschen mehr stehen. Hier haben wir ja die Frühlingssilfen. Tränenklage ist mit dabei. Rulkalos und Kaleido Heart sind UR schon mal. Ansonsten steht hier nichts mit dabei, was noch UR ist. Aber ich würde sagen, dass Kid Kalos wahrscheinlich eine UR ist. Oder die machen die SR, weil die wahrscheinlich die verbieten wollen und uns keine UR geben wollen. Kann ich mir auch vorstellen. Wenn die Kid Kalos SR machen, dann ist das verdammt smart. Und kann auch sein, dass die das Deck hier relativ günstig lassen. Kann ich mir vorstellen. Das könnte ein Konami-Move werden hier. Dass sie das Deck relativ günstig lassen, weil Rulkalos und Kaleido Heart, die wurden jetzt nicht so angefasst bei den Bannlists und die machen den Rest einfach SR, damit die das komplett bannen können, ohne uns ORCP zu geben. Ansonsten, wenn die das nicht machen, da bin ich gespannt drauf. Wenn die das nicht machen, wird auf jeden Fall Kid Kalos eine UR sein und Hafnis nicht, wie heißt die? Ich hab den Namen vergessen. Nochmal hier gucken. Shiren. Dass Shiren vielleicht nur er wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich gespannt auf eure Kommentare, wenn ihr das hier seht, was ihr dazu sagen werdet. Schreibt es mal rein. Ja, ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Ihr wisst jetzt, was hier Sache ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sag ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.